Willkommen zu unserem Video SL Easy Cloud Fibu. Vielen Dank, dass Sie sich für SelectLine entschieden haben. In diesem Video erläutern wir Ihnen die ersten Schritte für die Einrichtung bzw. Benutzung von SL Easy Cloud Fibu. Für unseren ersten Schritt legen wir unseren Produktivmandanten an. Dafür klicken wir auf Wechseln und Verwalten und Neu. Im neuen Dialog geben wir dem Mandanten unter Nummer eine Bezeichnung ein. Erlaubt sind dabei maximal 6 Zeichen. Tragen unseren Firmennamen ein und klicken auf Weiter. Bei Bedarf kann im nächsten Dialog der Vorlagemandant geändert werden. Im nächsten Schritt geben wir quasi die Kernangaben zu unserem Buchungsjahr an. Achten Sie bitte darauf, dass diese Angaben nur beim ersten Jahreswechsel oder beim Erstellen eines neuen Mandanten geändert werden können. Damit wird unser neuer Mandant angelegt und reorganisiert. Der Fortschritt wird unten in der Leiste angezeigt. Nun können wir damit beginnen, unsere Stammdaten zu pflegen. Unter Steuerschlüssel befinden sich bereits vorerfasste Schlüssel. Unter Konten befinden sich bereits die KMU-Standardkonten. Identisch verhält es sich beim Kontenplan. Auch hier wurden die KMU-Standardkonten hinterlegt. Wir empfehlen Ihnen gleich, diese zu verwenden. Als nächstes die Eröffnungsbilanz. Diese befindet sich unter Buchen. In der Eröffnungsbilanz tragen wir unter Saldo neu die entsprechenden Salden der Konten ein. Mit Klick auf Buchen wird die Eröffnungsbilanz ins Dialog Buchen übertragen. Im Dialog Buchen selbst können wir unsere Buchungen erstellen. Unter Auswertungen finden wir die Monats-, Jahres- sowie Mehrwertsteuerauswertungen. Beispielsweise werden in der Buchungsliste alle erfassten Buchungen aus dem Dialog Buchen angezeigt. Beim Kontoauszug eine Kontenübersicht. Identisch zum Kontoauszug verhält es sich auch bei Bilanz und Erfolgsrechnung. Bei den Mehrwertsteuerauswertungen ist vor allem eins wichtig: die Formularzuordnung. Auf diese stützen sich diese Auswertungen. Prüfen Sie gegebenenfalls mit Ihrem Treuhänder, ob der vordefinierte KMU-Standard auch auf Ihr Unternehmen zutrifft. Beim Vordruck der Mehrwertsteuer die entsprechende Druckvorlage auswählen und auf dem Bildschirm anzeigen. Gerade in der Fibu empfehlen wir, regelmäßige Datensicherung zu erstellen. Dafür klicken wir auf Applikationen, Wartung, Datensicherung, Mandantendaten sichern. Im neuen Dialogfenster sehen wir zum einen das Laufwerk der Cloud-Umgebung sowie unsere eigenen Laufwerke, in welchen wir nun einen neuen Ordner erstellen
einen Dateinamen für die Sicherung eingeben. Und auf Speichern und Weiterklicken. Damit wird die Datensicherung unseres Mandanten angelegt. Als zusätzliche Sicherheit wird auch durch Selectline täglich eine Sicherung Ihrer Daten erstellt. Damit sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse, viel Erfolg bei Ihrem eigenen Rechnungswesen-Mandanten und bis zum nächsten Mal.